Tag des offenen Denkmals. Sie alle zum Tag des offenen Denkmals hier auf der Burganlage in Frecklehem recht herzlich begrüßen. Ebenfalls begrüßen möchte ich den Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben, Herrn Michelmann, welcher hier an dieser Stelle den Tag des offenen Denkmals für die Stadt Aschersleben offiziell eröffnen wird. Lieber Herr Flake, liebe Freckleberinnen und Freckleber, liebe Gäste dieses Tages des offenen Denkmals, hier traditionell eröffnet auf der Burg Frecklehem. Herr Flake hatte schon gesagt, natürlich ganz herzlichen Dank all denen, die dafür gesorgt haben, dass diese Burg in den letzten 30 Jahren sich so entwickelt hat, wie sie sich jetzt präsentiert. Das zum Thema Schein und Sein. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Aschersleber seit 2008 stolz darauf, dass wir nicht nur eine Fliehburg haben in Aschersleben und eine Burg, von der wir teilweise selbst nicht wissen, wo sie ganz genau liegt, sondern dass wir hier zum Thema Sein genau wissen, dass es die Burg in Frecklehem und wir sind stolz darauf, dass diese Burg zu Aschersleben gehört und deswegen wird dieser Tag des offenen Denkmals auch traditionell seit 2008 hier eröffnet. Das ist auch richtig so. Auf der anderen Seite wissen Sie ja, dass ich bei der nächsten Wahl nicht wieder antreten werde und ich hoffe, dass Sie meinem Nachfolger oder meiner Nachfolgerin dieselbe Gastfreundschaft angedeihen lassen, wie ich das hier jedes Jahr empfangen habe. Vielleicht mit der kleinen Einschränkung, dass das Abholen mit der Kutsche, wie das heute dankenswerterweise der Fall war, wirklich dann erst nach 14 Jahren erfolgt. Dann freue ich mich natürlich,
Ja, wenn man mich anschaut, könnte man noch sagen, ist doch kein Wunder, warum, dass zu dem vielen, was wir hier besichtigen können und sehen können, die Freckleber natürlich auch immer mit realer Gastfreundschaft glänzen. Und das heißt, es gibt ja auch dieses Mal wieder selbstgebackenes Brot, wunderbaren selbstgebackenen Kuchen und das berühmte Schwein am Spieß. Ich kann also alle, ich will jetzt nicht sagen, dazu einladen, aber nur bitten, kräftig zuzugreifen. Und ich wünsche euch, lieber Herr Flake, dass ihr auch in Zukunft die Unterstützung findet, die ihr mehr als verdient habt. Und dann gibt es ja heute hier auf der Burg noch eine kleine Besonderheit und noch ein ganz besonderes kleines Ereignis, weswegen ich mich freue, dass wir zwei Herren von der Medeva zu Gast haben, die jetzt noch ein paar Worte zu uns sagen werden. Bitte, Herr Stützner. Dankeschön. Ja, liebe Freckländerinnen und Freckländer, liebe Freunde, das jetzt tun. Ich sage einfach Dankeschön, dass wir in so einem schönen Ambiente das tun dürfen. Genießen Sie Ihren Tag, den Tag des offenen Denkmals, der hier offiziell gut angesiedelt ist. Super! Einfach Wasser, Prost! Marsch. Prost! So, anstoßen. Anstoßen. Prost. Super. Zur Wohle. Auf Reckleben, auf die schöne Burg. Ich bin die Christel und bin Mitglied im Heimatverein Freckleben. Und wir haben hier altertümliche Wäsche, Schlüpfer und Hemdchen. Schlüpfer, kann man sich die ausleihen hier, Christel? Nein, ausleihen. Wo habt ihr die alle her? Aber anguckt, das sind Spenden von Leuten, die aufgeräumt haben und noch alte Sachen gefunden haben. Und ihr habt euch gesagt, wir nehmen das mal für die Nachwelt, um mal zu zeigen. Ich sehe, euer Laden ist ja richtig voll, ja, Christel? Ja, oder? Genau. Kannst du mal ganz kurz hier durch und mir ein bisschen erklären, so? Hier ist noch die alte Parteiliteratur, ja, denke ich mal. Friseur war hier, genau, ja. Das sind alles Sammelexponate, so, ja? Ja, Sammelexponate, das ist eine Wäschemangel. Mhm. Ja. So ein Riesending, ja? Oh, hier, der ist auch gut. Guck mal hier, der, genau, der Ausklopper. Der Ausklopper, ja. Da gab's ab und zu mal einen Arsch voll, ja? Wäschekörbe, genau, was hier so ist. Wie lange sammelt du das schon? Also, wir bestehen ja 20 Jahre schon und haben angefangen eigentlich, die Leute haben uns was gebracht und wir haben gesammelt. Das ist schön. Doppelt, dreifach, aber wenn wir nachher andere Räumlichkeiten noch haben, dann werden wir dann das alles schön einräumen. Alles klar. Für die Zukunft ist es erstmal ein bisschen Material gesichert. Ja, für genau. Leute, die sich nicht vorstellen können, wie Oma und Opa gelebt haben. Ja? Richtig. Christel, ich bedanke mich für das kurze Interview und wünsche euch einen schönen Tag heute, okay? Danke. Sag mal, Freund, Willi, oder wie haben Sie gesagt? Ja, du kannst auch Willi zu mir sagen. Schmied Willi. Kann ich dich mal eine Minute interviewen? Ja, warte, ich drehe mal die Uhr rum. So, jetzt hast du eine Minute Zeit. Aber kommst du hier vom Freckleben oder was? Nein, ich bin gebürtiger Hettstädter. Ja. Habe hier aber vor, naja, knapp 30 Jahren eine gefunden. Sagen, in Freckleben habt ihr wohl keine Uhren oder was? Das hier nein. Mit der Eieruhr spielt. Das reicht. Ja? Du weißt. Und dein Kinderkarussell braucht auch keinen Strom, alles. Das ist ökologisch, ja? Ja, du, das ist eine Muskelkraft. Ein PS reicht. Das, du kriegst bestimmt ein Lob von Frau Baerbock. Ja, hundertprozentig. Gut. Wenn ja, ich von der nicht. Wie leierst du das hier? Wie seid ihr auf so ein Quatsch gekommen nochmal? Guck mal hier, ein richtiges Getriebe hier. Ja, gesehen habe ich das erste Mal in meinem Urlaub, wo ich in Ungarn war. Hatten die einen Mittelaltermarkt aufgebaut und hatten das schön von Hand betriebene Geräte. Und da haben wir gesagt, wo ich rübergekommen bin, wir brauchen irgendwas. Ein Karussell wollten wir immer bauen. Und dann haben wir gesagt, bauen wir eins. Und hier, der Borchtfurcht war zufälligerweise in der Nähe. Der hat uns ein schönes Differentialgetriebe mitgebracht, sodass wir eine Kurve hatten, einen Antrieb. Den Rest haben wir uns dann Stück für Stück zusammengebaut. Aus Esche, wunderschöne Esche von unserem Schlossberg, sodass wir hier alles selber Hand angelegt haben, zusammengeschweißt haben. Nee, ja. Ich bin begeistert und ich schenke dir die 30 Sekunden noch. Ja? Danke dir. Mach alles klar. Hier, guck in meine Uhr. Gestern hast du rumgequält.
Holla mal lachen. Komm, dreh schneller. Nein, ihr habt nicht schneller gedreht, das sind Kinder. Ich hab doch hier nicht hier. Ich weiß ja nicht, du gehst nicht auch so. Schwein ist tot, ja. Das ist tot, das Schwein, ja. Hier machen wir davon alles. Michael und Conny. Was macht er hier? Wir grillen hier ein Schwein. Und er hat eins gebacken vorne. Aha. Hoffen wir mal, dass es schmeckt, ja. Und dass hier noch Leute kommen. Und meinst du, werden alle satt hier? Was? Ja, nehmen wir an. Hier gibt es gebackenes Schwein, oder? Ja, ja. Ist das auch tot, ja? Das nehmen wir an hier. Ja. Hoffen, schmeckt's die Leute. Alter Schwede, wäre ich ja richtig satt heute, wa? Viel Erfolg, ihr Bienen, Schweineküche. Ja. Ohne Band unterwegs. Oh. Ja. Kommt Verkehr, nee, hinter. Guck mal, Freund, das ist so dein Trecker hier? Was? Ja, das ist meiner. Was ist denn das für ein Ding? Hat das Geld nicht erreicht für die Vorderachse? Ja, oder? Wir mussten sparen. Wie sparen? Was machst du damit? Ein bisschen hobbymäßig. Acker, Karnickel füttern, ein bisschen Futter holen, holst Mist wegfahren. Gras und so, ja? Ja, genau. Ein bisschen eine Begrenzung, zum Spaß. Dass der nicht so schnell fährt oder was? Nö, der fährt so ein bisschen über die 20. Aha. Das macht er wohl, ja. Geiles Ding. Ja. Das hast du mal aufgebaut oder wie? Den haben wir so gekauft und so gelassen. Den haben wir jetzt schon einige Jahre. Ja, der hat einen 2-Takt-Dieselmotor drauf mit 10 PS wassergekühlt. Ja, eine Triebe mit Sperre und Differential. Hat 4 Vorwärtsgänge, 1 rückwärts. Die Zapfwelle hat 1, 2, 3 Gänge. Bist du jetzt eigentlich Treckerfahrer oder Behindertenfahrzeug? Ja, ist so dazwischen irgendwie. Nervt das so? Sagen Sie öfters mal? Oder, nö, wir werden da ja nicht. Altes Gerät. Du bist jetzt der Erste. Ja? Sorry, ich habe da keine Ahnung. Ja. Vom Trecker sieht es nicht aus, hat zwar die Farbe, aber wenn du sagst, das ist ein Trecker, dann ist alles in Ordnung. Ja, der hat ja auch eine angetriebene Achse, der Hänger. Das ist denn ein Allradfahrzeug. Ach, so, der ja. Hat Allrad, da kannst du ja im Wald mitfahren oder was? Das hast du super selten. Ich bedanke mich, mein Freund. Jawohl. Viel Spaß und fahr nicht so schnell. Dir auch. Ja. Jawohl, ciao. Gut.